Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ihr seid hoffentlich noch da. Ich stelle mir gerade vor, wie dieses Video in Dauerschleife auf einem einsamen Bildschirm läuft und meine Stimme von niemandem gehört wird, weil kein Mensch mehr da ist, der sich das hier ansehen kann, was auf eine gruselige Weise die Antwort dieses Videos weiterführen würde. Und ich merke, dass ich mit dem Ende anfange, bevor ich überhaupt die Frage gestellt habe. Na, das passt. Die Frage lautet: Wie sterben wir aus? Und bevor ihr wegklickt, das scheint auf den ersten Blick ein seltsam düsteres Thema zu sein. Auf den zweiten Blick ist es das immer noch. Sich damit zu beschäftigen, ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. Der Nervenkitzel kann schon ganz unterhaltsam sein, wenn man bestimmte Vorlieben hat. Aber es trainiert natürlich auch. Was genau, sage ich euch gleich. Denn erstmal, aussterben ist ganz normal. Auch wenn das jetzt klingt wie eine fadenscheinige Entschuldigung für alles, was wir Menschen der Natur bislang angetan haben. Und es sind ja auch schon einige Menschenarten auf der Erde ausgestorben. Hier, der Neandertaler ist das bekannteste Beispiel. Es ist also klar, dass es uns über kurz oder lang auch erwischen wird. Das Einzige, was nicht klar ist, ist das Wie und das Wann. Wenn ich alle Arten aufzählen wollte, wie wir für immer von der Erde getilgt werden, könnten wir einen eigenen Kanal füllen. Oder zumindest eine ganze Reihe von Videos machen. Meldet euch, falls ihr da Bedarf habt. Die Szenarien reichen von Katastrophen, die menschengemacht sind, über die, die naturgemacht sind, bis zu denen, die absolut unwahrscheinlich, aber das Universum ist unendlich, also warum nicht seltsam sind. Ich fange mal in der Mitte an. Damit meine ich alle Katastrophen, die auch ohne Menschen eintreffen könnten. Die ganze Bandbreite, die die Welt und das Weltall zu bieten hat. Also zum Beispiel ein Gammablitz. So ein Gammablitz ist ein plötzlicher Energieausbruch irgendwo im All. Dabei wird in kürzester Zeit unglaublich viel Energie freigesetzt. Das kann mehr sein, als unsere Sonne im Lauf ihres Daseins produziert. Nah genug an der Erde kann so ein Gammablitz dafür sorgen, dass unsere Ozonschicht zerstört wird. Wenn wir keine Ozonschicht mehr haben, dann strahlt die Sonne ungebremst auf unsere Erde und davon kann es DNA-Schäden bei Menschen, Tieren und Pflanzen geben. Es kann aber auch zu einer globalen Abkühlung führen, so komisch es klingt. So ein Ereignis könnte schon mal für das ein oder andere Massenaussterben gesorgt haben. Und wo ich gerade von der Sonne rede, in ein paar Milliarden Jahren wird die Sonne, die uns so viel Leben und nette Urlaubserinnerungen auf Mallorca geschenkt hat, sich alles wieder zurückholen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wird sich aufblähen und nach Merkur und Venus möglicherweise auch die Erde verschlucken. Aber das kriegen unsere Nachfahren auf der Erde nicht mehr mit, weil es keine Nachfahren auf der Erde mehr geben wird. Denn die Sonne wird bis dahin so viel Strahlung ausgesendet haben, dass kein Leben auf der Erde mehr möglich sein wird. Unser Ende könnte natürlich auch schon früher eintreffen, mit einer anderen Überraschung aus dem All. Asteroiden. So wie vor ungefähr 66 Millionen Jahren. Damals traf ein ungefähr 14 Kilometer großer Felsbrocken die Erde. Es gab beim Aufprall eine Explosion, die man wahrscheinlich auf dem ganzen Globus gehört hat. Und danach auch gefühlt. Zuerst gab es riesige Flächenbrände, dann gab es wegen all dem aufgewirbelten Staub und Ruß eine regelrechte Eiszeit, weil die Sonne nicht mehr durchkam. Das Gegenteil von fehlendem Ozon ist also auch nicht viel besser fürs Leben auf der Erde. Genauer gesagt für die Dinosaurier, die danach massenhaft ausstarben. Das ist zumindest eine weit verbreitete Theorie. Andere Naturkatastrophen sind beispielsweise die Umpolung des Erdmagnetfelds. Das ist vor 42.000 Jahren passiert. Sowas könnte einer der Gründe sein, warum die Neandertaler verschwunden sind. Spekulieren zumindest einige Forscherinnen und Forscher. Das Magnetfeld ist nämlich eine Art Schutzschild gegen kosmische Strahlung. Wenn der Schutzschild wegfällt, kann es große Klimaveränderungen geben, die zum Beispiel zu Eiszeiten führen und zu Massenaussterben. Auch der Ausbruch eines Supervulkans ist etwas, das jederzeit passieren kann. Einen solchen Vulkan haben wir mehr oder weniger vor der Haustür. Das Gebiet im Golf von Neapel, die phlegmatischen Felder. Die phlegräischen Felder um den Vesuv herum. Das ist eine der Regionen mit dem höchsten Vulkanrisiko der Welt. Die letzte Supereruption im Golf von Neapel liegt 40.000 Jahre zurück. Nicht, dass es jetzt wieder irgendwann an der Zeit ist. Ich will ja nicht unken. Außerdem,
Unglaublich aber wahr, das Risiko für Vulkanausbrüche steigt durch uns Menschen. Zumindest da, wo noch große Eismassen auf den Vulkanen liegen. Wenn das Eis schmilzt, weil wir es auf der Welt so schön warm machen, könnte es passieren, dass sich durch das fehlende Gewicht vom Eis das Gestein darunter eher zu Magma verflüssigt. Und dadurch könnte es zu häufigeren und heftigeren Vulkanausbrüchen kommen. Und das ist nur eins von unzähligen Beispielen, wie der Klimawandel zu unserer selbstgemachten Ausrottung beitragen könnte. Dank uns verschwimmen also die Grenzen zwischen naturgemachten Katastrophen und menschengemachten Katastrophen. Aber auch ohne Klimawandel können wir für ordentlich Wumms sorgen. Zum Beispiel mit einem Atomkrieg. Ein Missverständnis reicht. Oder ein Softwarefehler. Gab es alles schon. Und hätte es diesen Mann nicht gegeben, würden wir jetzt nicht über ihn reden. Das habe ich anders gemeint, als es gerade geklungen hat. Das ist Stanislav Petrov. Er war leitender Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung. Die haben lustigerweise keine Satelliten überwacht, sondern nukleare Interkontinentalraketen. Das heißt, sobald die USA Atomsprengköpfe in Richtung Sowjetunion schossen, bekam Stanislav Petrov das mit. Wie am 26. September 1983. Da gab es nämlich vom Überwachungssystem einen Alarm. Die Amis greifen an. Diesen Alarm hätte Petrov sofort weiterleiten sollen. Und die sowjetische Führung hätte dann einen atomaren Gegenschlag eingeleitet. Und von uns wäre heute wahrscheinlich niemand hier. Petrov hielt den Alarm aber aus dem Gefühl heraus für eine Fehlmeldung. Und so war es tatsächlich auch. Die Software hatte einen Bug, der Sonnenreflexion für Raketen hielt. Und solche Softwarefehler können überall passieren. Stichwort: technologische Singularität. Heißt, es könnte sein, dass eine künstliche Intelligenz die Macht übernimmt und beschließt, dass Menschen nicht so wichtig sind wie Büroklammern. Das würde für uns nicht gut ausgehen. Genau wie schiefgelaufene Versuche, zum Beispiel Viren, die aus einem Labor entkommen und Pandemien und Seuchen auslösen. Es könnte aber auch was ganz Unspektakuläres sein, wie allgemeine Unfruchtbarkeit. Und schon sterben wir einfach aus. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Menschen braucht man eigentlich, damit die Menschheit überlebt? 2 wird nicht reichen. Daten dazu gibt es nur für bedrohte Tiere. Der globale Goldstandard ist die 50-500-Regel. Also 50 Individuen braucht man, um Krankheiten und Einschränkungen durch Inzucht zu vermeiden. 500 sollten es mindestens sein, damit die Art sich auch an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Aber wahrscheinlich wird man mit so wenigen Menschen nicht auskommen. Laut einer anderen Studie müssten es mindestens 1000 sein, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Ja, und alle, die schon mal in einem kleinen Dorf gelebt haben, wissen, wenn jeder jeden kennt, ist das auch kein Spaß. Und das bringt mich zu den seltsamen Katastrophen, die so gar nicht vorhersehbar sind. Denn Vulkanausbrüche, Asteroiden und Pandemien, das sind alles Katastrophen, an denen geforscht wird. Die werden in Modellsimulationen durchgespielt. Das ist einer der großen Pluspunkte bei der Beschäftigung mit solchen Doomsday-Szenarien. Die Wissenschaft, also wir Menschen, lernen dadurch, mit bedrohlichen Situationen umzugehen und jetzt schon mal Rettungspläne zu schmieden, damit wir nicht komplett ohne dastehen. Ich nenne das das Ohne-Hose-Prinzip. Heißt, wenn ich regelmäßig simuliere, also sprich, ich träume davon, ohne Hose durch die Innenstadt zu laufen, was sehr peinlich ist, dann wird mir das im echten Leben nicht passieren. Hoffentlich. Und durch die Forschung lässt sich auch gut abschätzen, wer unsere Aufmerksamkeit kriegen sollte. Maya-Kalender aussieben, Bienenaussterben beachten. Oh, und habe ich fast vergessen. Die seltsamen Weltenden, die habe ich besonders gern. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir in einer Simulation leben und die auf einmal einfach so zu Ende ist. Es könnte genauso gut sein, dass ich gerade Roy spiele und jederzeit Game Over ist. Oder, was ganz anderes, vielleicht gibt es aus heiterem Himmel eine göttliche Intervention, weil es doch höhere Wesen gibt. Oder Außerirdische wie die Borg assimilieren uns. Dagegen könnten wir nichts machen. Oder es gibt einen plötzlichen Dimensionszusammenbruch, der für uns das Ende bedeuten würde. Euch fallen bestimmt noch viele andere Möglichkeiten ein. Schreibt die gern in die Kommentare. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was würdet ihr eigentlich wirklich machen, wenn morgen die Welt untergeht? Und was hält euch davon ab, genau das jetzt zu tun, auch wenn die Welt morgen nicht untergeht?
Bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss.